Ja, herzlich willkommen zum letzten Block. Ich bitte etwas mehr um Ruhe, sonst können wir nicht anfangen. Herzlich willkommen zum letzten Block für diesen Mittwoch auf der Vosges. Jetzt dreht sich alles um das spannende Thema Open Data. Und das scheint sehr großes Interesse erzeugt zu haben. Der Herr Kaffier hat ja vorhin schon praktisch die Einleitung gemacht zu dem ersten Vortrag im Blog, zu dem wir jetzt kommen. Also NRW hat seine Daten frei zur Verfügung gestellt, Open Data. Aber was mache ich jetzt damit? Und wie kann ich diese Daten auswerten? Und das wird uns jetzt Markus Neteler erklären. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen zu dieser Sitzung. Es freut mich natürlich sehr, dass so viele Leute hier sind und sich für Open Data und deren Verarbeitung interessieren. Das ist auch sehr wichtig, weil wir natürlich zeigen sollten als Community, dass wir mit diesen Daten auch was anfangen können. Und sozusagen die Rechtfertigung, dass man natürlich von behördlicher Seite viel damit zu tun hat, im Bereich der Rahmenbedingungen, dass dann entsprechend auch hinterher was nachfolgt. Was ich in diesem Vortrag machen möchte, ein bisschen zeigen, was man den verschiedenen Open-Source-GIS-Tools so machen kann mit den Daten. Das ist eher ein Kratzen an der Oberfläche, weil das Potenzial enorm ist, aber ich probiere das jetzt einfach mal. Kurz zu meiner Person, für die mich nicht kennen. Ich war für 15 Jahre in Italien in der Forschung und bin seit Ende 2015 zum Aufbau der Firma Mondialis hier nach Bonn gekommen und zusammen mit meinen beiden Mitstreitern Till Adams, der hier sicher in Bonn auch sehr bekannt ist, und Hinrich Paulsen bauen wir Mondialis auf. Die Firma wächst und wir bewegen uns eben im Bereich Open Source Entwicklung, Open Data Analyse, und das ist ungefähr der Schwerpunkt, den wir hier haben. So, wir haben ja schon die Keynote zu Open NRW gehört, das möchte ich auf keinen Fall wiederholen, denn so gut kann ich das selber natürlich nicht im geringsten darstellen. Was ich hier unleserlich gezeigt habe oder zeige auf dieser Folie, sind die ganzen Layer, die zur Verfügung stehen. Und es kommen ja, wie wir gehört haben, auch weitere Layer dazu, weitere Datensätze dazu. Hier steht unter Download und so weiter zum Teil noch in Vorbereitung. Das sind also Dinge, die uns als Bürger ja letztlich in näherer Zukunft auch noch zur Verfügung stehen werden. Die Datenmenge ist also wirklich beeindruckend und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich nun in NRW gelandet bin. Das vereinfacht die Dinge doch sehr, was jetzt auch für uns Möglichkeiten gibt zu zeigen, was kann man denn eigentlich machen. Und das ist ja so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, wenn ich Software habe, tolle Software, aber leider keine Daten dazu. Das war ungefähr vor 10, 15 Jahren der Fall, als wir auch entsprechende Publikationen gemacht haben. Wo kommen denn jetzt Daten her, um die Kraft der Software zeigen zu können? Ja, das hat sich nun quasi sehr positiv vereinfacht hier und man sieht ja auch, dass in anderen Bundesländern hier durchaus rüber geguckt wird. Das Wichtige bei Open Source, Free Software, Open Data ist natürlich, dass es immer eine Lizenz gibt und es ist eben nicht lizenzfrei ist, sondern durchaus mit Lizenz bewährt, würde ich sagen, im Amtsdeutsch, glaube ich. Wir haben hier eine Lizenz, mit der man gut arbeiten kann, Datenlizenz Deutschland, Namensnennung, Version 2.0, hier steht auch die Abkürzung, das ist alles hier zitiert aus den Lizenzbedingungen. Die sind natürlich zu beachten, aber das tun wir gerne, wenn die Rahmenbedingungen entsprechend so sind. So, und jetzt möchte ich gerne einige Minuten zeigen, was man mit diesen Daten machen kann. Ich habe verschiedene Werkzeuge hier eingesetzt. Man hat ja immer das Problem, also für diejenigen, die mit Geodaten sich beschäftigen, in welchem Format kommen denn die Daten nun? Und da gibt es ja alle möglichen Varianten. Wie wir wissen, die können mehr oder weniger leserlich sein, die können aber auch mehr oder weniger Gründe haben, warum sie denn nun so sind. So, jetzt könnte man sagen, Höhenmodell in XYZ-Datenformat, also letztlich wie eine kommaseparierte Datei für eine Karte, ist vielleicht ein bisschen umständlich. Andererseits kann man auch sagen, wir werden die Daten wahrscheinlich in dieser Form noch die nächsten 150 Jahre lesen können. Denn es ist ja nun auch so, dass komplexe Formate kommen und gehen. Man sieht das zum Beispiel im Copernicus-Programm. Da sind wir, glaube ich, jetzt beim vierten Subformat für Sentinel-2 angekommen. Und da hängt es einfach vom Datum ab, wann diese Datei generiert wurde, in welchem Format sie aktuell ausgeliefert wird. Das vereinfacht das Leben jetzt auch nicht unbedingt. Wir sind natürlich froh, dass es offene Daten sind, aber es gibt immer sehr viele Dinge zu beachten hier. Wie auch immer, wir haben jetzt hier bei dem Höhenmodell, was ja nun ein klassisches Kartenmaterial ist, was man gebrauchen kann, findet man eben in XYZ Daten vor. Das sind doch recht umfangreiche Daten, die man dann irgendwie zum Beispiel in ein GeoTIFF-Format oder was auch immer konvertieren möchte.
Wir haben da ein kleines Skript zugeschrieben, das kann man hier auch auf GitHub abholen entsprechend und benutzen GDAL und GraphGIS, um diese Konvertierung zu machen. Wer möchte, kann sich sicherlich auch einen Python-Konverter schreiben oder sonst was, alles möglich, aber die Tools sind da und man muss immer daran denken, dass die einzelnen Punkte auf die Mitten der Zellen verweisen. Das heißt also, das Gebiet ist immer geringfügig zu erweitern, sonst verschiebt man einfach alle Daten. Insofern muss man eben genau gucken, wie diese Konvertierung stattfindet. So, und da wir gerade über Tools reden, ich habe da 9200 irgendwas Dateien gezählt, also Kacheln, die zu konvertieren wären, wenn man eine Abdeckung von NRW haben möchte. Es ist jetzt nicht immer so, dass man gleich alle Kacheln haben möchte, sondern vielleicht auch nur im eigenen Projektgebiet. Jetzt hier für ein bisschen, um ein bisschen softwarelastig zu sein, wie kann man sowas in GRAS machen? Das ist sehr einfach, man braucht nicht mal einen Teilindex dafür, sondern man kann einfach die Karten filtern mit einer Boundingbox. Man sagt einfach, mein Gebiet, was mich interessiert, ist hier und ist so und so groß. Und entsprechend kann man dann einfach filtern, welche Kacheln fallen denn da rein und ist schon fertig. Und daraus lässt sich dann zum Beispiel ein Höhenmodell-Mosaik generieren. So, Höhenmodelle sind nun wirklich hinlänglich bekannt. Der Unterschied war jetzt hier eben, hat man die Daten oder hat man sie nicht. Und wenn man auf bestimmte Seiten, die ich jetzt nicht nennen möchte, guckt, was so europäische Höhenmodelle kosten, die liegen tatsächlich, die werden da ernsthaft im sechsstelligen Bereich verkauft. Was ich immer wieder erstaunlich finde, denn es handelt sich ja nun letztlich doch um Daten, die mit Steuergeldern generiert wurden und so weiter. Aber wir haben ja nun zumindest hier für NRW eine Alternative. Dann haben wir ja schon heute bei der Eröffnung von den Orthofotos gehört, 20 cm Auflösung. Das ist sehr interessant, weil man natürlich die Möglichkeit hat, und zwar deshalb auch, weil es verschiedene es gibt letztlich eine Zeitreihe, alle so und so viele Jahre wird ja eine neue Befliegung gemacht, die Daten werden dann bereitgestellt. Man kann also in die Vergangenheit gucken, wir haben aktuell gerade selbst ein Projekt, wo wir Ende der 80er, Anfang der 90er gucken, wie da die Situation war und kann letztlich über diese Zeitreihenanalyse dann natürlich Rückschlüsse auf die Raumentwicklung schließen. So, was haben wir hier für Daten? Ganz einfaches Beispiel hier, eine Echtfarbvisualisierung. Rot, Grün, Blau. Wir haben aber auch einen Infrarotkanal, ich glaube ab 2015 mit dabei. Und das ist natürlich sehr interessant für Vegetationsstudien oder auch, um diese Daten klassifizieren zu können. Das ist nämlich jetzt unser Ziel gewesen hier bei dem Projekt. Wir wollten dahin kommen, eine ganz einfache Landnutzungskarte aus Vegetation, Asphalt und Gebäude. So, wie kommt man jetzt dahin, wenn man letztlich nur vier Kanäle zur Verfügung hat? Es sei denn, man generiert noch weitere Hilfslayer aus anderen Daten, zum Beispiel in Laserscan-Daten. Wir haben jetzt hier also zum Beispiel Texturanalyse gemacht als eine Möglichkeit und sind dann in dem Bereich auch mit der R-Software in Kombination, also GRAS und R, dahin gegangen, diese Object-Based Image Analysis durchzuführen, also letztlich vektorisierte Objekte aus dieser Karte, aus diesen Luftbildern zu generieren. Und wie man sehen kann, also für diejenigen, die das schon mal gesehen haben, in dieser Software, das ist ein Add-on für GraphGIS, was frei zur Verfügung steht. Die Entwickler sitzen übrigens gerade im Basecamp und entwickeln daran weiter. Da läuft ja gerade der OSGEO Code Sprint. Da sitzt man eben auch an erster Stelle, wenn man sich mit Open Source Software beschäftigt. Man kann direkt mit den Autoren kommunizieren. Das ist sehr schön. Und hier haben wir eben die geballte Kompetenz von R und GRAS zusammen, was jetzt im Kontext für Machine Learning eingesetzt wird. Und jetzt sagt man, welcher Machine Learning-Algorithmus ist denn jetzt der beste? Das weiß ich vielleicht gar nicht. Also lassen wir die gegeneinander antreten und machen dann letztlich eine Mischanalyse und nehmen das Beste aus den Teilergebnissen. So, und das Ganze als Python-Skript lässt sich dann eben wunderbar automatisieren. Das ist jetzt hier, ich meine, das sind nur drei Klassen, aber wir hatten ja auch nur vier Kanäle zur Verfügung, das Ergebnis dieser Klassifikation. Das ist noch Work in Progress, was wir hier tun, wird noch um einiges weiterentwickelt. Aber das sind Dinge, die man jetzt mit diesen OpenNRW-Daten machen kann. So, und jetzt müssen wir uns vorstellen, dass ja kontinuierlich neue Daten generiert werden. Das heißt, die Raumbeobachtung wird dadurch natürlich möglich. Und zwar, man kann es auch selber durchführen. Und vielleicht interessiert man sich ja für andere Klassen und möchte jetzt noch zum Beispiel Distanzmuster haben oder man möchte die Vegetation. Wenn wir nochmal zurückgucken hier, da sehen wir, da sind Waldgebiete, da sind Grünflächen, zwischen vielleicht ein Sportplatz. Möchte das nochmal aufteilen, dann kann man natürlich hingehen und jetzt einfach nochmal filtern und in diesen Teilklassen weiter analysieren.
Das Schöne ist auch, wir haben auch Alkis-Daten zur Verfügung stehend. Wir können also auch hingehen und gucken, wie sieht denn die amtliche Realität aus und das miteinander irgendwie konfrontieren. Sehr interessant, wir haben nämlich Gebäude gefunden, die sind in Alkis nicht drin. Wahrscheinlich wurden sie später, als die Alkis-Karte aktualisiert wurde, gebaut. Oder wir haben vielleicht falsch klassifiziert. Beides ist natürlich möglich. Aber wir haben wenigstens eine Referenz. Und wenn man dann sagen kann, die Referenz ist übrigens amtlich, das ist natürlich dann schon mal eine ganz gute Ausgangsposition. So, dann ein Satz zu Laserscan-Daten. Auch die werden als XYZ-Dateien bereitgestellt. Das sind sehr viele, die habe ich jetzt nicht mal gezählt, im Multitausender-Bereich. Da gibt es das kleine Problem, wenn man jetzt dahin gehen möchte und wissen möchte, welche Dateien brauche ich denn für mein Projektgebiet. Da muss man letztlich einen Teilindex haben. Die sind meines Wissens, ich lasse mich gern korrigieren, gibt es bislang nicht. Wir haben da auch da mal wieder ein kleines Skript geschrieben, kann man sich bei GitHub abholen. Mittel der Wahl PDAL. Viele werden hier wahrscheinlich GDAL oder auch Google ausgesprochen kennen. Das ist die Software, um zwischen verschiedenen Geoformaten zu konvertieren. Wir reden da so von, ich glaube, 180 Rasterformaten und um die 100 irgendwas Vektorformate, die unter denen man konvertieren kann. Ein Pendant dazu für Punktwolken, Point Cloud, Point Data Abstraction Layer, PDAL oder auch PUDL in US-Englisch ausgesprochen, ist eine Software, die wirklich hochinteressant ist, um sogenannte Pipelines aufzusetzen. Das heißt, man beschreibt einfache Filter, das sage ich gleich noch kurz, was man mit den Daten machen möchte und kann das dann alles sukzessive abarbeiten. Und das ist bei diesen gigantischen Datenmengen, die bei Laserscan-Daten da sind, natürlich hochinteressant. Auch hier muss ich mich wiederholen, der PDAL-Autor sitzt gerade, oder der Lead, sagen wir mal, dieser Arbeitsgruppe, diverse Autoren sitzen gerade auch wieder im Basecamp. Das ist wirklich fantastisch, da sitzen 80 Leute und man kann auch interagieren und sagen, wir hätten auch gerne dies und das. Ich habe das zum Beispiel als Docker-Lösung hier benutzt und da kann man nochmal hingehen und sagen, wir hätten auch folgende Optimierungsideen und dann wird das vielleicht auch umgesetzt. So, was aber war jetzt die Frage, wie kriege ich einen Teilindex? Das kann man mit PDAL sehr einfach erledigen, indem man diese Daten eben in ein Standardformat LAS zum Beispiel oder komprimiert, konvertiert und danach PDAL Teilindex alle Dateien, die ich habe, eben übergibt und die Software generiert dann diese Karte. Und dann kann ich natürlich hingehen und sagen, okay, die Daten, die mich jetzt wirklich interessieren, sind die folgenden. Das habe ich dann mal für die Innenstadt von Köln gemacht. Den Kölner Dom kann man unschwer erkennen. Wenn jetzt mein Rechner hier auf der Bühne stände, dann könnte man das Ganze auch animiert sehen. Es gibt nämlich eine Software, oder es gibt zwei Online-Systeme, Poetry und Plus.io. Da kann man einfach die Laserscan-Daten hochladen und sich dann im Browser in 3D angucken. Die Karte, die ich gleich zeige, die hat 10 Millionen Punkte. Das läuft ganz flüssig auf einem normalen Laptop. Das ist wirklich beeindruckend. Und alternativ als Desktop-Lösung gibt es hier Cloud Compare, das Logo sieht man da, das ist jetzt das, was ich hier zeige. Da kann man dann eben offline sozusagen sich die Daten angucken. Also sozusagen drei Lösungen, um Laserscan-Daten mal eben in 3D anschauen zu können. So, jetzt ist natürlich eine Punktwolke, die monochrom ist, nicht so wahnsinnig spannend. Man könnte jetzt hingehen über Filter, sagen, nimm als Attribut zum Beispiel die Höhen, relative Höhe über dem Boden oder andere Dinge. Das wäre eine Möglichkeit. Ich habe jetzt einfach, um zu spielen, mal die Orthofotos genommen, die wir vorhin gesehen haben und die RGB-Werte von der Punktwolkenposition einfach an den Punkt drangehängt. Das heißt, die Punkte damit bunt gefärbt. Das Skript, wieder abgelegt, ist online. In der Online-Software sähe das dann so aus, da kann man dann durchfliegen, Kölner Dom mit Farbe. Und das Beeindruckende ist dabei, das ist ja letztlich gar nicht wahr, denn ich habe jetzt vielleicht eine Punktwolke, die ein Gebäude darstellt, aber ich weise immer wieder den gleichen Farbwert aus dem Orthofoto dazu. Das Schöne ist, das menschliche Gehirn lässt sich sehr schnell beeindrucken und man sieht plötzlich Dinge, die eigentlich nicht wirklich da sind, zum Beispiel Balkons, die an den Hochhäusern hängen und so weiter, oder ein Kran und so, aber das funktioniert. Und das ist eine Übung, die kann man mit sehr wenig Code machen, das ist alles, was Sie brauchen. Wenn Sie Docker zufällig auf Ihrem Rechner haben sollten, Docker, Pull, PDAL, dann haben Sie die Software. Oder wenn Sie die anders installieren wollen, die ist auch in verschiedenen Distributionen, Windows Installer und so weiter verfügbar. Also beliebige Betriebssysteme sind kein Thema. Und dann braucht man letztlich nur diese kleine JSON-Datei anzulegen, eine sogenannte Pipeline.
Und in dieser Pipeline sage ich, wie heißt die Punktwolkendatei? Und darunter steht, in welcher Reihenfolge sind denn in meinem Ortofoto die Kanäle abgelegt? Rot, Grün, Blau oder Blau, Grün, Rot, wie auch immer. Das kann man hier hinterlegen. Das war's. Und dann führe ich diese eine Zeile, die da unten zu sehen ist, Pipeline-Input-JSON-Datei aus. Dann rechnet der Rechner eine Weile und dann hat man eine gefärbte Punktwolke. Das war's. Das sind auch Dinge, die natürlich sehr schön sind. Sind jetzt vielleicht nicht Rocket Science, aber man kann natürlich schon einiges damit machen. So, und diese Punktwolken könnten jetzt wieder interessant sein, indem man im GIS meinetwegen Differenzen berechnet zwischen Maxim, sagen wir mal, Punktwolken-Obergrenze und Untergrenze. Dann kann man Vegetation sehr schnell finden oder Gebäude nochmal kontrollieren und das dann als zusätzliches Layer in die Bildklassifikation geben. So, und jetzt als letzter Schritt haben wir die Daten lokal verarbeitet. Jetzt wäre es natürlich noch ganz schön, wenn die ins Web kämen, denn das ist natürlich heutzutage sehr relevant. Es gibt schon die Luftbilder als WMS und so weiter, das haben wir heute Mittag gehört. Aber es kann natürlich sein, dass man vielleicht seinen eigenen Dienst aufsetzen muss, aus irgendwelchen Gründen. Zum Beispiel, weil man seinen Kunden ein bestimmtes Produkt liefern will und sicher sein will, dass die Dinge laufen, dass man sie beeinflussen kann und so weiter. Oder weil man sich was Neues ausgedacht hat und sagt, wir gehen damit jetzt online. Historische Luftbilder sind meines Wissens auch nicht bislang verfügbar. Die Daten sind da, also wir könnten es einfach selber tun, das ist ja das Schöne hier, und machen die übliche Bearbeitung. GDAL hatte ich ja schon gesagt, zur Optimierung auch von verschiedenen Formaten, Pyramiden oder auch nicht, was auch immer notwendig ist. Dann kann man die Daten in GeoServer geben und der liefert dann entsprechende Formate wie WMS und WCS aus. Es gibt noch eine Lösung, Shogun heißt sie, da kann man dann eben entsprechend auch schöne Web-Applikationen, heißt auch Open Source, kann man entsprechende Lösungen hier entwickeln und sagen, ich will mein eigenes Styling haben und so weiter. So, ein anderer Datensatz, ALKIS hatte ich schon genannt. Die Daten sind im entsprechenden Format, stehen dir zur Verfügung. Es gibt eine Open-Source-Lösung, PostNAS heißt die, damit kann ich diese Daten in PostGIS geben und dann über die vorhin benannte Kette publizieren. Das, was jetzt noch ganz schön wäre, wenn jetzt ein bisschen Styling dabei wäre, und da gibt es natürlich auch aus der Open-Source-Community Lösungen, Stile, die man zum Beispiel mit QGIS verwaltet und dann entsprechend den GeoServer instruiert, sozusagen die Daten mit den Stilen, die man gewählt hat, auszuliefern. Da gibt es am Freitag hier von Herrn Adams noch einen Vortrag zu, den ich dann natürlich ans Herz legen kann. Das sind auch Themen, da bin ich jetzt kein Spezialist. Ich bin mehr auf der analytischen Seite unterwegs, aber dafür haben wir noch die weiteren Vorträge hier. So, zusammengefasst, wir haben eine enorme Datenmenge, das ist gut so, das würde ich als positiv ansehen, aber die sollten wir natürlich auch nutzen. Wir können alles mit Open Source Free Software lesen, wir können auch alle Konvertierungen machen, die wir brauchen, wir können die ganze Pipeline-Kette von Rohdaten bis hin zu veredelten Produkten anbieten und damit sehen wir ein sehr großes Potenzial. Ich sehe das auch insbesondere im Zusammenhang mit den Copernicus Sentinel-Daten. Das ist ja auch ein gigantischer Datenpool, der uns zur Verfügung steht. Und jetzt das Zusammenführen dieser Open-Data-Quellen im Bereich der Analyse, im Bereich der Darstellung im Netz, das wird uns sicherlich noch auf Jahre beschäftigen. Und damit möchte ich gerne schließen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Vielen Dank auch dafür, dass ich, wenn ich von der Foskis zurück bin, wieder etwas Neues zum Spielen habe. Ja. Ich denke mal, dass der Vortrag auch Fragen aufgeworfen hat. Wer hat denn eine Frage an den Markus? Ich hätte eine Nachfrage zu dem Workflow, der CRAS und R zusammenbringt, um aus den Bilddateien automatische Vektorisierung zu erzeugen. Ja. Ist dafür dringend notwendig, dass das Infrarot als Kanal auch vorhanden ist oder funktioniert das rein praktisch auch über reine Bilddateien, also sprich über historische Luftaufnahmen? Das kann man natürlich auch tun. Wir haben da sicherlich nicht alles ausgereizt, was ginge. Wir haben jetzt die glückliche Situation gehabt, Infrarot zu haben. Das ist ja quasi ein Novum. Die Daten-Infrarotkanäle gibt es noch nicht sonderlich lange, oder sagen wir so, die gibt es natürlich schon seit ewigen Zeiten, aber sie wurden noch nicht sonderlich lange eingesetzt.
Wir haben selber in vergangenen Projekten auch historische Bilder auch aus dem Zweiten Weltkrieg und so weiter analysiert, diesen Monochrom. Das ist dann noch mal etwas stärker herausfordern, als wenn man jetzt diese Kanäle hat, da kann man aber viel tun über Texturanalyse und so weiter. Bildsegmentierung, wir haben neue Algorithmen im Bereich der Bildsegmentierung, die hier eine Rolle spielen. Wir können uns auch nachher gerne darüber unterhalten. Also man muss nicht Multikanäle haben, man kann das mit Monochrom-Daten genauso durchführen oder RGB. Ja, keine echte Frage, sondern ein kleiner juristischer Hinweis zur Lizenzangabe. Ist mir bloß aufgefallen, dass die Datenlizenz Deutschland nur die Bezeichnung des Bereitstellers nach Maßgabe des Bereitstellers verlangt. Mhm. Also genau genommen, wenn man pingelig ist, dürfte das Land überhaupt nicht verlangen, dass das Ja angegeben wird. Wenn jemand Lust hat, einen Referenten zu beschäftigen im Ministerium, kann er ja einfach mal nachfragen und sagen, ich habe da in der Lizenz gelesen, da steht doch gar nichts von der Jahresangabe. Wie ist denn das gemeint? Danke für den Vorschlag. Das wird sicher gerne aufgegriffen im Publikum. Ich komme aus der Wissenschaftsecke, ich würde es hinschreiben, aber es ist sicherlich gut zu wissen, wie die Lizenzbedingungen nun wirklich zu interpretieren sind. Ja, geht ein bisschen in die Richtung, wie sieht denn das rechtlich aus, gerade bei der gewerblichen Nutzung? Früher war das ja so, wenn Sie beim Katasteramt ALK angefragt haben, ja, durften Sie ja die Veröffentlichung in der Regel nicht so einfach vornehmen. Wie sieht das mit den Open-Daten aus? Also ich bin natürlich kein Jurist, muss ich ganz klar sagen. Ich glaube, da vorne haben wir jemanden. Aber ich antworte mal aus Laiensicht und aus jemandem, der natürlich gerne die Lizenz beachten möchte. Die Daten sind natürlich anonymisiert. Ja? Also das, glaube ich, der große Knackpunkt ist sicherlich Privacy hier. Eigentümerinformationen und so weiter wird man da nicht finden. Und damit ist sicherlich ein großes Problem behoben. Natürlich ist es für bestimmte Projekte interessant, diese Informationen zu haben, aber da wird die Rechtslage wie gehabt sein. Aber ich würde gerne auf die Fachkompetenz verweisen. Nee, wir machen jetzt hier keine Lizenzberatung, aber das Problem, man hatte früher einen Verwendungsvorbehalt in den Landesvermessungsgesetzen stehen, einfach, dass die Landesvermessungsämter sicherstellen wollten, dass immer die aktuellsten ihrer Daten auch verwendet werden. Mhm. Das ganze Ding ist natürlich mit Open Data obsolet, also da ist jeder seines eigenen Glückes Schmied, dass er die richtigen Daten verwendet. Ich würde es als Qualitätsmerkmal interpretieren, das zu tun und ja. Das Schöne ist ja Freiheit im Rahmen der Lizenzbedingungen. Da kann man sicherlich noch einiges ausprobieren. Vielleicht nochmal eine fachliche Frage zurück. Gerne. Wenn Sie eine Zeitreihenanalyse machen, Zeitstände vergleichen, gibt es dann auch im Open-Source-Bereich Lösungen für eben so Change-Detection-Verfahren, also die Orte der Veränderung zumindest anzuzeigen? Da habe ich vor ungefähr 60 Minuten Vortrag gehalten. Okay, sorry. Also in meinem Lieblings-GIS, in GRASGIS, gibt es eine komplette Zeitreihenanalyse-Werkzeuge, ungefähr 40. Und da gibt es sogar im Vektorbereich Change-Analyse-Tools als Erweiterung, die man benutzen kann, um genau zu sehen, wie hat sich das denn jetzt relativ oder sagen wir so lokal verändert. Können wir gerne drüber sprechen, ist vorhanden. Ja, eine Frage noch. Eine Frage können wir noch zulassen. Ist das denn bei den Zeitreihen mit, sagen wir mal, mittelfristigen Änderungen? Also zum Beispiel ist jetzt gerade an der Uni wird die Tiefgarage erneuert und da ist die ganze rückwärtige Seite gesperrt, ne? Ist Baufläche. Ne? Das wird natürlich 1,5, 2 Jahre und dann ist es erledigt. Oder das Bond Center ist vor letztes Jahr gesprengt worden und irgendwann wird es neu gebaut. Ne? Also auch so. Horizont wenige Jahre. Ne? Kriegt man sowas mit? Oder, sagen wir so, diese Luftbilder sind meines Wissens von 2015, ergo reflektieren Sie das nicht. Die nächste Befliegung müsste, ich weiß es jetzt nicht, ich glaube 2018, also in diesem Jahr geplant sein oder im nächsten, wie auch immer. Das sind natürlich Abstände, die das nicht reflektieren. Aber da würde ich ganz klar auf OpenStreetMap zum Beispiel verweisen.
Es gibt auch sehr schöne Apps, um selber zu aktualisieren, wenn man draußen spazieren geht. Und das ist für uns auch eine Datenquelle. Die ist natürlich nicht amtlich, aber die Integration aus den verschiedenen Quellen ist, glaube ich, hier die Antwort. Ja. Wird bald wieder weg sein, natürlich, das ist klar. Ja, da wird es, glaube ich, keine Lösung geben. Das, was man ja letztlich hier rechnerisch tut, ist auch eine gewisse Unschärfe mitzumodellieren und zu sagen, wenn man jetzt in der Zeitreihe guckt, da ändert sich stark was, dann kann man auch sagen, in diesem Bereich sind wohl offensichtliche Änderungen im Gange. Entsprechend bitte vorsichtig mit diesem Teil umgehen, da weil es stabil in den anderen Gegenden ist. Ja, vielen Dank, Markus, nochmal einen Applaus. Vielen Dank.